Kommen wir nun zum Venial-Siding-Fassadensystem. Das System umfasst grundsätzlich zwei Profile, SV01 für die waagerechte Verlegung und SV05 für senkrechte und waagerechte Verlegung. Für beide Systeme gibt es ein Sortiment an An- und Abschlussprofilen in den passenden Farbtönen. Beginnen wir mit der Starterleiste SV11, welche den unteren Beginn der Fassade darstellt. Nun zeigen wir Ihnen das Außeneckprofil SV12. Hier das Inneneckprofil SV13. Für das Abschlussprofil SV14 gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten an der Fassade. Das J-Profil SV15 ist ein sehr beliebtes universelles An- und Abschlussprofil. Das Tropfkantenprofil SV16 verwenden Sie für die Abführung von Regenwasser. Das SV18-Stoßprofil verbindet die Paneele miteinander und verdeckt dabei die Stoßstellen zwischen den Paneelen. Das SV19-Abschlussprofil kann bei Fensteranschlüssen verwendet werden oder auch als Dachrand- oder Traufenverkleidung. Dann gibt es noch zwei verschiedene Leibungsprofile, SV17 und SV20. Das SV17-Leibungsprofil kann Fensterleibungen bis 115 mm Tiefe überbrücken. SV20 ist für Fensterleibungen bis 250 mm Tiefe. Bitte beachten Sie, dass die Leibungsprofile seit einiger Zeit nur noch in Weiß erhältlich sind. Kommen wir nun zur Montage. Der erste Schritt ist die Erstellung einer absolut senkrecht ausgeloteten Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. Der Bau einer guten Unterkonstruktion nimmt rund 70-80% der gesamten Montagezeit in Anspruch. Je solider die Unterkonstruktion, desto mehr Zeit sparen Sie hinterher beim Einsetzen der Fassadenpaneele. Bevor Sie mit der Unterkonstruktion beginnen, müssen Sie sich überlegen, wo Profilstöße und Abschlussprofile gesetzt werden sollen. So haben Sie stets dort eine Unterkonstruktionsleiste zur Verfügung, wo auch befestigt werden muss. Wichtig ist, dass der lichte Abstand zwischen den einzelnen Leisten keine 30 cm übersteigt. Beachten Sie auch die optimale Montagehöhe der Fassade von 150 mm. Wenn es die Situation bauseitig zulässt, sollte die Fassade in dieser Höhe beginnen. Die Starterleiste stellt den unteren Anfang der Fassade dar. Versehen Sie Ihr gesamtes Bauvorhaben zunächst umlaufend mit Starterleisten, mit Ausnahme von Fenstern und Treppen. Die Starterleiste muss absolut waagerecht montiert werden. Für eine Verbesserung des Wasserablaufs können Sie optional das Tropfkantenprofil SV16 zusammen mit der Starterleiste verbauen. Hierzu montieren Sie erst das Tropfkantenprofil an der Unterkonstruktion. Erst dann folgen die Starterleiste und die unterste Panelreihe. So wird das Wasser über die eigentliche Gebäudeaußenkante abgeführt. Bevor Sie die Paneele verlegen, prüfen Sie die benötigte Länge der Paneele. Dies hat Auswirkungen auf die zu beachtende Dehnungsfuge zwischen den Paneelen sowie in den Abschlussprofilen. In der Montageanleitung ist hierzu ein Graph abgebildet, welcher die zu installierenden Dehnungsfugen in Abhängigkeit zu der Verarbeitungstemperatur und der Verarbeitungslänge zeigt. Nehmen Sie nun das erste Paneel und führen Sie es sauber in die Starterleiste hinein. Beachten Sie hierbei auch schon die Abschlussprofile und stecken die Paneele, falls notwendig, gleichzeitig in die Abschlussprofile hinein. Wir weisen an dieser Stelle auf ausreichende Dehnungsfugen hin. Platzieren Sie das Paneel möglichst mittig. So generiert man eine gleichmäßige Dehnungsfuge links wie rechts. Verschrauben Sie nun das Paneel mittels passender Schrauben in die Unterkonstruktion. Platzieren Sie die Schrauben immer möglichst mittig in den langen Löchern. Dann drehen Sie die Schrauben nur handfest an. Somit
kann sich die gesamte Fassade ausreichend bewegen. An dieser Stelle möchte das Team von RP Bauelemente auf Folgendes hinweisen. Wir bieten Ihnen Schrauben inklusive einer Unterlegscheibe an. Diese Unterlegscheibe drückt die Lippe an der Schraubleiste bei der Verschraubung runter. So wird sichergestellt, dass die Lippe nicht über die Schraube springen kann und sich das Panel lösen kann. Das Vinyl-Siding-System bietet die Möglichkeit, verschiedene Oberflächenstrukturen und Farben miteinander zu kombinieren. Zur Verbindung der unterschiedlichen Strukturen und Farben verwenden Sie das Stoßprofil SV18. Der Gestaltung der Fassade sind mit Hilfe des Stoßprofils SV18 kaum Grenzen gesetzt. Zur Montage der nächsten Reihe stecken Sie das Panel in den Vorgänger und ziehen Sie es etwas hoch. Jetzt hören Sie ein Klickgeräusch, welches Sie darauf hinweist, dass die Paneele nun korrekt verbunden sind. Jedes VOX-Profil weist dieses Klickgeräusch auf. Es ist eine sehr gute Hilfe und Orientierung während der Montage. Kommen wir nun zum Abschluss unterhalb von Fenstern und Fensterbänken. An dieser Stelle muss das Panel auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. Üblicherweise wird das Panel so zugeschnitten, dass man mit der dünnsten Stelle unterhalb des Fensters oder der Fensterbank ankommt. Den Grund hierfür erfahren Sie gleich. Um das Panel unterhalb der Fensterbank richtig fixieren zu können, verwenden Sie das J-Profil SV15 in Verbindung mit dem SV14 Abschlussprofil. Wie in dem Video gezeigt wird, wird das SV14 Abschlussprofil in das J-Profil hineingesteckt. Das Panel wird dann zwischen den Spalt beider Profile hineingefügt. Deshalb müssen Sie auch mit der dünnsten Stelle des Panels unterhalb des Fensters ankommen. Zur Vorgehensweise. Erst wird das J-Profil SV15 montiert. Nun nehmen Sie das Abschlussprofil SV14 und stecken es in das J-Profil. Jetzt folgt die Verschraubung auf der Unterkonstruktion. Beachten Sie auch hier wieder nur die handfeste Verschraubung mittig in den Langlöchern. Stecken Sie das Panel nun als erstes oben in den Spalt zwischen SV15 und SV14. Klicken Sie es dann in das vorherige Panel. Kommen wir nun zur letzten Panelreihe am oberen Ende der Fassade. Um den jeweils obersten Paneelen eine gute Stabilität zu geben, haben wir diese Paneele der eckigen Fuge entlang zugeschnitten. Somit entfällt im Falle des SV05-Profils auch eine zusätzliche Verschraubung am oberen Ende der Verkleidung. Das oberste Panel stecken Sie jetzt in den Vorgänger und führen es oben in das SV15J-Profil hinein. Die Montage ist nun abgeschlossen und die neue Fassade ist fertiggestellt. Wie bei allen unseren Fassadensystemen werden keine besonderen Schneidewerkzeuge benötigt. Es genügen handelsübliche Holzbearbeitungswerkzeuge, wie zum Beispiel eine Stichsäge, eine Kreissäge oder ein Trennschleifer. Um Paneele an der Fassade zu verbinden, kann man mit dem SV18 Stoßprofil arbeiten. Im Falle des Vinyl Siding SV01 Panels ist es auch möglich, mittels Überlappung die Paneele miteinander zu verbinden. Für diese Art der Verbindung müssen am unteren und am oberen Ende der zu verbindenden Paneele Einschnitte vorgenommen werden. Nun können Sie, wie in dem Video zu sehen ist, beide Paneele ineinander schieben. Hierbei ist eine Dehnungsfuge von 10 mm Breite zu beachten. Die Stoßverbindungen sollten jeweils 50 cm nach links oder rechts versetzt angeordnet werden. Manchmal ist es auch notwendig, Zubehörprofile miteinander zu verbinden.
Im Falle des SV15-Abschlussprofils schneiden Sie einfach das störende Stück Schraubleiste ab und schieben Sie es ganz einfach in das nächste Abschlussprofil hinein. So können sich beide Abschlussprofile auch unabhängig voneinander ausdehnen bzw. zusammenziehen. Beachten Sie auch eine Dehnungsfuge zwischen beiden Profilen. Mitunter kann es bei Bauvorhaben vorkommen, dass die Außeneckprofile SV12 aufgrund von Außenecken größer als 3 Meter verbunden werden müssen. Um die Ecken sauber ineinander schieben zu können, nehmen Sie Einschnitte in der Einschubkammer der Außenecke vor. Zur Einfassung des Fensters verwenden Sie das Leibungsprofil SV17. Zuerst messen Sie das Fenster aus. Die Leibungsprofile werden dann entsprechend zugeschnitten. Das Sturzleibungsprofil benötigt einen zusätzlichen Einschnitt, wie hier, sodass Wasser seitlich senkrecht ablaufen kann. Das senkrecht montierte Profil muss ebenfalls eingeschnitten werden, damit beide Profile ineinander gesteckt werden können. So haben Sie einen gleichmäßigen Übergang zwischen den Profilen. Und Sie haben sichergestellt, dass das Wasser sauber nach unten auf die Fensterbank ablaufen kann. Für einen stimmigen Abschluss am Fensterkasten verwenden Sie das Abschlussprofil SV14 als hintere Einfassung. Zapewniamy odprowadzenie z górnej części listwy wody do pionowej części. I dalej ona będzie spływać. Sie sehen, ein stabiles Ergebnis, ohne Stauwasser. Tak wygląda właściwe wykonanie. Diese und weitere Möglichkeiten der Einfassung von Fenstern und Türen erläutern wir Ihnen auch gern persönlich. Mamy zapewnienie odprowadzenia wody. Sie können das auch. Viel Spaß beim Montieren.